Hallöche Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der neuen Folge Fallout 4 mit dem guten Herbert und mir natürlich wieder im Gepäck hier. Und ja, ihr werdet wohl kaum glauben, aber ich bin noch immer in der gleichen Session, weil ich kann jetzt wirklich gar nicht mehr aufhören. Ich bin so neugierig, wie das jetzt hier weitergeht und was uns hier tatsächlich für eine Kreatur erwarten soll. Wir sollten ja jetzt hier, wurde uns ja gesagt von den guten, ja, wie hieß der nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls hat er uns gesagt, hier können wir wohl zum Helden werden und er wird dafür sorgen, wenn wir jetzt hier so ein Stückchen Fleisch ins Wasser werfen. Wer weiß, was dann passieren wird. Meine Güte, was dann passieren wird. Und er sorgt dafür, dass hier noch Schaulustige sind, die das dann natürlich sehen und wir uns dann als Held fühlen dürfen. Und ich will euch jetzt gar nicht länger auf der Folter spannen und werde jetzt hier ein Stückchen Fleisch ins Wasser werfen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Hallo? Einfach jetzt hier... Ja, ich habe ja gar nichts. Jetzt sag mir, ich brauche hier natürlich auch erstmal ein Stückchen Fleisch. Das ist ja doof. Inventar-Hilfsmittel, haben wir Fleisch bei? Einfach irgendein Stück Fleisch oder wie? Verstrahlte Blut. Jetzt sag mir nicht, ich habe hier kein Fleisch. Doch, Wolfsfleisch haben wir. Ja, und das kann ich jetzt einfach... Eins möchte ich gerne ablegen. Okay. Töte die Meierlurks. Wo seid ihr? Da werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Irgendwie wird das jetzt hier schon... Das Geräusch, das weiß doch nicht gut. Das. Herbert, du musst doch... Herbert, du hast so viele Waffen von mir bekommen. Warum nimmst du die denn nicht? Wirf mehr Fleisch ins Wasser. Oh, Kronkorken. Den nehmen wir natürlich immer gerne mit. Oh, jetzt muss ich hier die ganze Zeit immer... Na gut, das geht ja. Ablegen. Eins. Ja. Oh, oh. Automatisch speichern. Töte die Meierlurks. Okay. Werden wahrscheinlich immer mehr. Ach, du großer Gott, so nicht. Nein! Jetzt kommen wir auch noch... Oh! Nein! Legendärer. Oh. Alter. Was macht er denn? Den muss ich gleich abbluten. Nein, nicht trinken. Nein. Oh, du sollst doch nicht trinken. Du sollst die scheiß Kronen gucken. Ja, jetzt lad erst nochmal nach. Alter, das gibt's ja noch nicht mehr. Wo ist der? Der hat ja noch Kronkorken. Töte die Meilerkönigin. Wo ist die? Oh, da hinten kommt sie. Ach du Scheiße. Hab ich denn was? Oh, Herbert ist schon gut mit bei, wa? hab ich denn jetzt hier überhaupt noch... Nein. Waffen. Haben wir hier irgendeine eine größere? Ich habe jetzt natürlich nichts bei, ne? Oder? Nein. Was ist denn die stärkste, die jetzt hier... Schaden 90, 75, 90. Hm, ich will da natürlich auch gar nicht so... Oh. 135. Was nehmen wir denn da? Sollte ich vielleicht nur Handgranaten werfen? Ah, davon haben wir nur noch 4. Haben wir noch... Plasmagranate... Rüste mal bitte aus. Genau. Wir probieren einfach mal mit die Plasmagranaten. Nein! Ja, komm doch. Da, nimm das, Junge! Ach Gott, oh Gott. Und dann ist das noch eine legendäre. Alter Schwede. Okay, jetzt müssen wir doch wieder... Ne, wir nehmen die Mollys. Komm. Was soll's? Die machen zwar nicht so viel Schaden, aber... Die kriegen wir doch down! Brenne! Oh, 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 oh! Nein! Alter! Hilfsmittel! Schnell, schnell, schnell! Wolfsfleisch? Da bringt uns ja gar nichts. Wo sind die Stimpacks? Da oben! Lauf! Lauf, 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 lauf! Oh!
Oh, oh. Okay, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Abstand. Alter, tauch auf! Ich kann hier irgendwo stehen. Jetzt. Brennen sollst du, brennen! Oh, einen Schuss habe ich da jetzt so drin gehabt. Na super. Mensch, jetzt lauf! Alter, was greift mich denn hier an? Natürlich. Jetzt kommen da noch mehr. Du hast nicht den Hauch einer Chance. Hä, was hat er denn jetzt hier für eine Knarre? Lad doch mal nach. Was ist das für ein Scheiß? Warum lädt er nicht nach? Hallo? Ist das ein Fehler? Das war tatsächlich ein Fehler. Ich kann mir irgendwie... Alter, Arsch. Hör auf zu spucken jetzt hier, du. Da bist du down. Ihr verpisst euch jetzt hier. Oh, ich bin gleich tot. Ah, diese kleinen Ratten hier. Oh, jetzt muss er schon wieder nachladen. Jetzt verpisst euch doch mal. Alter. Seid ihr tot? Die sind tot. Okay. Die sind tot. Waren hier nicht noch mehr? Nee, das war anscheinend. Okay, Alter. Wir haben uns aber gut zugesetzt, war die Königin. Moin, Herbert. Alter, sieht aber krass aus. Immer wieder, ne? Der Teil. Oh, ein Rüstungsding wieder von der Synths. Das ist gut, das mag ich. Ton. Das Fleisch nehmen wir auch mit von der Königin. Maximal. Was? Kapazität, was ist denn das? Robustkampfrüstung. Ne, komm. Brauchen wir nicht. Wo sollen wir denn jetzt. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Sollen wir jetzt wieder nur zurückgehen oder? Gib mir mal die Karte. Nein. Wir sollen tatsächlich einfach wieder nur zurück. Ich habe gedacht, hier ist jetzt noch ein bisschen mehr. Was ist denn da vorne? Warum ist das hier so hell? Sieht aus, als wenn das hier brennt. Fäule, gib mal her. Die gute Fäule. Die Keule. Oh. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Hä? Wo ist er denn? Da schwimmt er. Na, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Okay, aber die haben wir auch weg. Was ist denn das hier alles noch? Kriegen wir hier vielleicht noch irgendwas Schönes irgendwo? Aber diese Viecher, die gibt es hier oft, ne? Die hatten wir doch schon mal eine Königin gehabt hier auf Fahaber. Da bin ich mir noch. Da bin ich mir ganz sicher, da das so gewesen ist. Ja, okay, wenn jetzt hier nichts weiter ist, in, außer vielleicht. Oh, warte mal. Da haben wir doch. Meine Güte, kommt er hier irgendwo mal hoch? Was haben wir hier noch? Außer Strahlung haben wir hier wirklich gar nichts. Hm. Verschwindet! Ihr holen Krähen! Eine Kommode, die leer ist. Okay, hier haben wir tatsächlich wirklich gar nichts, wa? Hm, schade. Ich habe jetzt natürlich gehofft, dass wir hier noch ein bisschen was... Ich wollte sagen, was ist das denn? Ich habe jetzt natürlich gehofft, dass wir hier noch irgendwie vielleicht was Schönes finden oder so, aber... Fehlanzeige. Und momentan ist hier auch gar nicht mehr weiter zu sehen in der Nähe oder so, ne? Ich meine, die Felsen sehen da ein bisschen komisch aus. Da gehen wir mal noch kurz gucken. Und da nichts... Oh. Ah, das ist diese heilige Quelle hier, ne? Oder was ist das doch, ne? Na klar, hier. Atomsquelle, trinken. Richtig, hier sind wir jetzt, aha. Ja, Leute, nee, dann können wir ja doch, eine Schnellreise machen, wieder nach Fahaber. Okay, ich hab jetzt gedacht, das wird jetzt tatsächlich, eventuell ein bisschen spektakulärer, aber, tja, ich kann da jetzt auch nicht für, da das so schnell vonstatten ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Aber naja, mal sehen, was der Typ denn jetzt noch so zu sagen hat. Oder vielleicht sollen wir ja sogar noch was machen. Was? Eine weitere Mission noch irgendwie oder so? Möglich ist es ja. Wäre persönlich sogar froh drüber, wenn wir jetzt noch was zu tun hätten. Noch irgendwie so ein riesiges Vieh abschlachten oder so. Wäre eigentlich ganz cool. Aber naja, wollen wir erstmal schauen, was er zu sagen hat. Wenn der Ladebildschirm immer langsam wieder vorbei wäre. Hey, 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 das ist er wieder hier. Da geht ja wieder die Hutschnur hoch. Mit Hilfe einer Rüstungswerkbank kannst du deine Rüstung modifizieren und ihre Resistenz erhöhen. Ja, da wissen wir. Schon recht lange mittlerweile. Okay, da hinten steht der Typ. Mal gucken, was hast du denn zu sagen jetzt? Hi. Wenn diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen. Naja, drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch im Last Plank. Mit Mitch? Brauchst du sonst was? Infos zum Job? Brauchst du sonst noch was, Teddy? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Aha. Dreispitz. So heißt der Hut, ja? Dreispitz? Heißt der wirklich so? Was macht der? Ah, erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Ja, gut, ist jetzt nicht so. Hört her! Hört mal alle her! Die Zeiten sind hart. Aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut, ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes. Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich, ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist er also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Hey! Ich habe alles gesehen. Die Königin. Scheiße. Krass, ne? Ach, guck mal, und der... Ich habe mir eben schon gewundert, was die hier machen, aber die kochen hier so ein Meierlurk. Alles auf Lade. Ja, krass, war, sieht man das viel mal richtig von dichten. Trinken wir auf dich. Sieht schon ein bisschen. Sieht schon ein bisschen. Dunkle Zeiten. Eklig aus, ne? Was haben wir hier noch Feines? Nichts. Okay. Okay, dann würde ich sagen. Machen wir das in der Folge natürlich auch noch und gehen mal zu. Mitch, der ist wohl hier drin, ne? Oder? Sah jedenfalls so aus eben, ne? Wir sollten auf jeden Fall hier rein. Möchte ich meinen. Okay, Mitch. Hallo, Mitch. Da ist Mitch. Okay, ich mach mal wieder ein bisschen Licht an, Leute. Bupp. Aus dem Weg, alle miteinander. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Sehr freundlich. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Aha, Onkel Ken, wer ist das denn? Alles für die Familie? Wenn meine Familie in Schwierigkeiten wäre, würde ich alles tun, um ihr zu helfen. Hast du das gehört, Mitch? Selbst jemand wie er würde um Hilfe bitten. Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln, vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen? Ich bezahle dich natürlich. Na Mensch, Mitch, das ist doch gar kein Problem, Junge.
Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er liebt seine Fallen. Oha. Das hört sich natürlich wieder nicht so berauschend an. Der Hartnäckige. Karte aktualisiert. Abgeschlossen, sprich mit Mitch. Okay, ja, haben wir ja auch gerade gemacht. Haben wir sonst noch irgendwas? Können wir wahrscheinlich nur gut. Beiß nicht ins Gras, ohne mich zu besaufen. Hier können wir gar nichts mitnehmen. Nein, ist alles. Da wäre alles ein Diebstahl, wenn wir dann begehen. Okay, dann können wir ja eigentlich. Kommen wir hier noch? Ja, sind alles nur so Zimmer hier ein bisschen noch. Nichts Besonderes. Okay, dann würde ich sagen. Hallo? Würde ich sagen, wir gucken mal kurz auf die Karte erst. Halt, haben wir doch schon. Ach, das ist. Das ist hier sogar. Oder ist das jetzt noch gar nicht aktiviert? Warte mal, Daten. Hier, der Hartnäckige hier nämlich. Hilft den kleinen. Aha. Werte. Da gehen wir erstmal hin. Ertränke deine Sorgen in Schnaps. Wenn wir schon noch hier sind, dann machen wir das natürlich noch gleich erst. Dann sparen wir uns jetzt erstmal noch halt die Schnellreise erstmal. Ich weiß ja nicht, was die jetzt noch wieder hat für uns. Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Mhm. Worum geht's? Ich helfe umsonst. Die hat 14,5 Kronkorken. Und kaum Klamotten, ne? Kaum Klamotten, wahrscheinlich kaum Nahrung. Wisst ihr was, komm. Ich kann vielleicht helfen, aber ich will dein Geld nicht. Es stimmt, was sie über dich sagen. Aber wenn du mir hilfst, zahle ich auch. Haberbewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Haberbewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Aha. Ja, das ist. Mittlerweile läuft es doch, glaube ich, tatsächlich darauf hinaus, dass wir die größte Mission eigentlich haben, hier den Nebel verschwinden zu lassen, oder? Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Das machen wir auch. Wir helfen dir natürlich. Kleine. Und ich glaube, wie ich eben schon sagte, das ist, glaube ich, die größte Mission sowieso hier. Das wird alles miteinander auch irgendwo so ein bisschen zusammenhängen, denke ich mal. Die größte Mission sein wird, dass wir hier den kompletten Nebel auf Fahrhaber irgendwie verschwinden lassen sollen. Und wo ist denn das? Was wäre das denn jetzt? Achso, das kann ja. Ja, das kann ja dann eigentlich mit anbleiben. Und dann einmal bitte das hier aktivieren und. Ne, das lassen wir noch aus. Zeigen wir uns mal die Karte. Wo wäre denn das? Wo wäre das denn? Aha, hier. Ist also gar nicht so weit weg. Das ist bei Atomsquelle. Okay. Sägemühle am Echo Lake. Und dann machen wir das hier noch mit an. Wo ist denn das? Ah, das ist da oben wieder irgendwo. Oh, oh, oh. Das ist aber ein Stückchen weiter. Okay, dann würde ich doch tatsächlich erstmal der kleinen Börder helfen. Genau, das gehen wir auch an, Leute. Das machen wir auch in diesem Part noch. Atomsquelle, Schnellreise, vorwärts geht's. Da kenne ich gar nichts, Junge. Das wollen wir heute noch raushauen hier. Und fertig kriegen, natürlich. Wenn ich sage, wir machen das noch, dann machen wir das doch noch. Definitiv machen wir das dann noch. Das ist dann immer natürlich, ja, und wir werden jetzt auch immer beliebter hier auf Fahrhaber. Ist ja auch irgendwo los, ne? Wir helfen ja auch schließlich den ganzen Leuten hier. Mittlerweile schon. Okay, siehst du, und das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so weit. Hallo, geh mal bitte hoch hier. Ne, das ist Rock jetzt. Da sind wir doch ruckzuck da. Am alten See. Da waren wir hier nicht schon?
Mir kommt das hier immer alles so bekannt vor. Ah, das sieht auch. Viele sieht auch alles gleich aus, ne? Muss man noch dazu sagen. Hier ist doch bestimmt gleich wieder Action, oder? Habe ich noch das Licht an? Nee. Gut. Gut, 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 gut. Das alte Sägewerk. Genau. Da haben wir es schon entdeckt. Und wir haben eine Trophäe erhalten. Hier ist jetzt aber nichts weiter zu sehen. Wo sind denn diese komischen Typen hier? Was ist das denn hier? Ich denke, da war ein Sägewerk. Was ist denn das hier? Das sieht aus, als wenn hier irgendwie so ein Spielfeld ist, ne? Oder war. Oh, guck mal, hier steht noch wieder so eine. Genau. Bleib unten. Alter, krass, das Bein ist wieder ab. Das finde ich so Hammer. Das sieht so krass aus. Alter, Herbert, was geht hier wieder ab, wa? Mein lieber Mann. Halt. Hä? Boom. Er hat das. Alter, hier geht ja gleich wieder voll zur Sache, wa? Fand ich eben schon wieder so krass mit dem Bein. Wo ist er? Da ist er. Boah, Herbert, Junge, du hast das aber auch ein bisschen. Naja, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen drauf, aber. Ich verstehe nicht, warum er nicht eine vernünftige Knarre nimmt. Dass er hier nur mit dem Hammer umherrennt. Der Blödmann. Wenn er eine Schusswaffe hätte, wäre er doch eigentlich viel besser. Alter, ich höre die ganze Zeit Geräusche. Wo? Alter! Ich mich gerade verjagt, da kommen sie gleich. Oder der eine auf jeden Fall. Die sind doch schon auf die Höhe von uns. Der eine war doch eben schon auf die Höhe von uns. Sogar, wo sind die denn hier oben auf dem Dach oder was? Auf jeden Fall müssen die hier drinnen sein, ne? Komm schon, zeig dich! Ganz recht, lauf weg und komm nicht wieder! Herbert, sag mal. Was macht er denn da oben? ZDF-Fernsehgarten? Die haben wir wohl das letzte Mal gesehen. ZDF-Fernsehgarten? Herbert, warte gerade. So, okay. Ja, alles Müll. Kühlmittel. Alles nur Müll. Vom Prinzip her sollen wir das ja hier eigentlich nur säubern, ne? Damit die ja halt dann wieder herkommen können. Wo ist der Handy, Treibstoff? Wo? Höh! Alter! Schieß! Komm doch, komm doch. Wieso rennen die alle nach oben? Brennt! Ihr müsst brennen, alle! Halt, was hat denn der gehabt? Oh! Siehst du, der Heck ist schon wieder bald verpasst. Hier war doch noch. Genau. Ja, Herbert, die haben mit voll drauf hier. Die Gule. Vor allem die Leuchtenden, die sind ja eigentlich immer relativ stark. Wenn dennoch ein legendärer ist, dann geht hier auch völlig der Punk ab. Wie komme ich denn da hoch, sag mal? Das ist ja. Von hier? Und ich dachte, nee. Dass das eine Herausforderung sein könnte. Ach, hier? Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ah, hier ist zu. Okay. Na, noch ein Stück weiter oder ein Stück zurück? Nee, ein Stück zurück. So? Jawolla. Geschafft. Geschafft. Wo seid ihr? Die sind jetzt noch weiter oben. Da ist die Treppe. Verdammt, hab sie verloren. Da bist du ja. Oh, natürlich. Natürlich fall ich hier wieder runter. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. Wo waren da? Ach, da ist das Loch. Mach mal hier. Huch! Mach mal hier zu, bitte. Schrotpatron. Oh, der Herbert macht das schon da oben. Ich hab ja vollste Vertrauen, ne? In den Typen. Hier haben wir noch ein Terminal. Was ist hier? Schön, was steht denn da?
Band abspielen, okay. Jimmy, wenn du mit... Ah, da darf ich gar nicht verlassen, scheiße. Ich glaube, der Fehler ist mir schon mal passiert, ne? Jimmy, wenn du mir diesen kleinen Penner Bentley nicht vom Hals hältst, schmeiß ich sein verdammtes Terminal durch die Wand. Er hat gesehen, wie ich von der Baumstammpiste kam und wollte wissen, was ich da um 5 Uhr morgens mache. Wenn du weiter Profit machen willst, sorg dafür, dass er keine Probleme macht. Okay. Dann nehmen wir gleich mal mit hier, das Holoband. Was haben wir hier noch feinet? Alter, nimm die Knarre! Wieso schleicht der so? Puh! Alter! Okay, das haben wir geschafft. Warum nicht? Und damit... Die brauchen das eh nicht mehr. Ja, und da können wir auch schon direkt wieder zurückkehren, ne, Herbert? Okay, das ging jetzt doch auch tatsächlich wieder schneller als gedacht eigentlich. Aber ist ja eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, ja auch, dass wir das auf jeden Fall noch machen werden in diesem Part. Ja, und das haben wir ja auch. Wir gucken uns jetzt hier nur noch mal kurz um, dann reisen wir direkt wieder zurück nach Fahaba. Zu der Kleinen. Werden ihr das... Oh. Werden ihr die freudige Botschaft noch überbringen? Hä? Den sehe ich ja jetzt erst. Was macht der denn hier? Hallo. Ha, du hast sie erledigt. Du hast die Trotter erledigt. Ah, alle tot. Der Nebel ist durch. Das Land gehört wieder mir. Als Dank kannst du gehen. Bevor ich wieder jagen und töten muss. Wie bitte? Hier, sieh, wer besitzt. Wer bist du? Mein Name. Mein Name ist Malcolm. Malcolm. Mir gehört das Land. Der Nebel kam und ich blieb. Ich atmete ihn tief ein, schloss meinen Frieden mit ihm. Nee, echt, ich habe ihm die ganze Zeit gedacht, das ist Herbert. Ich habe da gar nicht so wirklich drauf geachtet. Und dann steht auf einmal der Typ hier vor uns. Ich soll das Sägewerk für Fahaba in Besitz nehmen. Das ist mein Land. Die Fremden sollen wegbleiben. Oder? Ha, lass sie kommen. Schick sie mir. Schick sie mir alle. Und dann jag ich sie. Nehme mir ihre Ausrüstung. Zerteil das Fleisch. Den Rest kriegt der Nebel. Wie sieht's aus? Ich hab Kronkorken. Es soll dein Schaden nicht sein. Der ist doch total krank, Alter. Du willst sie essen? Behalt dein Land? Nee, komm, das läuft nicht, Kollege. Beim Mord mache ich nicht mit. Dann bringst du mir nichts. Du bist... So. Du bringst mir sowieso gar nichts, Kollege. Du bist ja totaler Low-Bobby-Wesen. Ganz ehrlich mal jetzt. Nee, also, wenn es darum geht, um die Kleine hier, um die zu helfen, dann lass den Kuhn hier liegen. war jetzt vielleicht doch wieder gerade ein bisschen rabiat gleich, aber naja, was soll's. Muss damit durch. Oh. Der, aha, Ernter. Schöne Kettensäge. Auf jeden Fall geil. Haben wir noch gleich wieder was Legendäres gefunden. Das ist auch geil. Schönes Ding, schönes Ding. Gut. Dann haben wir ja hier eigentlich auch gar nicht weiter, ne? Vorerst. Oder? Na, wir können hier... Ah, ja, ah, hier kommst du gar nicht rein, oder? Ne, sieht nicht danach aus. Oder ist hier vielleicht noch auf... Ne, hier kommst du tatsächlich gar nicht rein. Ah, ist noch ein bisschen was. Ne, von da sind wir gekommen, ne? Okay. Haben wir hier noch ein bisschen was? Tatsächlich. Ist hier noch schöner drinne? Naja, nicht so wirklich was Besonderes, ne? Okay, ich denke, das sollte dann auch tatsächlich erstmal gewesen sein, ne? Na klar, ein paar Kleinigkeiten findet man noch immer. Wenn man sich natürlich immer noch ein bisschen genauer umschaut, aber... Übertreiben will ich jetzt dann auch nicht. Da hinten waren wir halt noch nicht gewesen, ne? Da möchte ich jetzt natürlich erstmal auch noch kurz reingucken. Hier ist auch noch so eine Art Schuppen.
Mehrere? Ach, da waren mal so eine Verkaufsstände. Aha. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal reingucken. Dann mache ich nochmal das Licht an. Radkappe. Oh, hier ist sogar abgeschlossen. Alter, was war das denn? Jo, haben wir. Das wär's. Und das wär's. Achtung, Fallen vielleicht hier. Hab ich ja. Oh, die ist auch abgeriegelt. Naja, viel wird da wahrscheinlich trotzdem nicht drin sein. Ey, was macht er? Was macht er? Mhm. Einfach nur stillhalten. Ja. Ja, ein paar Kleinigkeiten haben wir jetzt doch bekommen. Die ist leer. Was ist das hier noch? Milchflaschen. Dann können wir ja. Kommen wir wieder raus? War hier noch eine Bude? Nee. Daneben? Nee. Ist hier vielleicht noch was drin zu trinken? Oh, tatsächlich. In den Dingern ist nicht mehr viel, Maschine. Was sich lohnt. Nein, er soll. Na, genau, das wollte ich nehmen. Hier sieht doch aus, wenn hier noch was Schönes drin ist, oder? Kaffeebox. Die ist auch abgesperrt. Ist hier vielleicht noch was drin im Papierkorb? Nee. Okay, mach mal auf hier noch. Das nehmen wir jetzt noch mit hier, diese komischen Fressbuhnen hier oder cool. Was das auch sonst gewesen sein mag. Und dann reisen wir zurück, Leute. Hier ist leer. Dann reisen wir zurück, reden nochmal mit der Kleinen kurz. Und dann sollte auch für dieses Mal gewesen sein. Dann habe ich jetzt auch eigentlich relativ wieder viel geschafft in dieser Session. Weil ich wollte, also ich wollte wirklich tatsächlich gar nicht so lange aufnehmen, aber vielleicht wisst ihr das ja, wenn ihr selber Let's Plays macht oder so, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch, wie das sein kann. Wenn man dann halt noch neugierig ist immer. Man will dann ja auch halt nicht so wirklich direkt aufhören und immer weiterspielen. Und genauso ist es jetzt bei mir gerade. Ich konnte tatsächlich nicht aufhören, aber jetzt muss tatsächlich dann auch wirklich mal so langsam Schluss sein. Soll dann auch reichen. Irgendwann ist auch mal gut. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt hier tatsächlich schon sitze wieder, ey. Das ist ja der Hammer. Mein lieber Mann, sage ich dazu nur. Was ist das denn? Soll das auch so eine Laborstation sein hier, oder was? Nee. Hm. Naja, gut, bin ich ja mal gespannt, was sie uns jetzt, ob sie sich darüber freut. Den Typen haben wir da nun auch noch gleich mit abgemokst. Der war ja auch im, weiß ich nicht, also mir kam der Typ total krank vor. Wie der schon geredet hat mit uns. Wird irgendwie totaler Psycho gewesen. Totaler Psycho! Okay. Brooks ist auch ein Festler. Da ist er, da hinten. Hi, na? Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Wir müssen zum Captain. Hier, die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Ey, lass deine weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Natürlich haben die Daltons ihr Land zurück. Die kriegen immer alles. Das haben wir abgeschlossen. Ach, jetzt sollen wir aber nochmal mit ihr sprechen. Warum? Musst du deine Sorgen ersäufen? Geh zu Mitch im Last Plank. Ja, und dann sieht er so auch aus wie du, oder was? Ist ja ekelhaft, Junge. Gut, Leute, und ich würde sagen, mit diesem mit dieser schönen. Ja, die Aussicht ist ja wieder prächtig hier. Und damit wollte ich sagen, damit werden wir diesen Part auch beenden. Und natürlich auch die Session damit. Ich hoffe, es hat euch mal wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne wieder einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen drüber. Und worüber ich mich noch viel mehr freuen würde, ist, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und damit sage ich erstmal wieder tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute.